Da komme ich nicht so leicht rein, okay. Was ist hier? Waste Incinerator, also Abfallentsorgung, okay. Oh. Hier ist ja eine ganze Haus. Heilen, um auf Nummer sicher zu gehen. Vier Stücken Schneckenfleisch. Und das wird wahrscheinlich hier aufgemacht haben, oder? Ja. Okay. Wieder so viele Runterspringmöglichkeiten, ne? Wo sind die? Da, Deadly Vapors. Okay, macht keinen Schaden. Und das bringt mich nur wieder hierher zurück. Okay. Ich würde jetzt mal am liebsten gerne die gute Mana Potion nutzen, aber ich sollte mit den Ressourcen lieber sparsam sein. Ich meine, Nahrung ist jetzt kein Problem mehr. Bei Regeneration und Heilzauber zusammen ist leicht gesprochen. Nur für Fights ist es besser. Oh. Ein Giftelementar. Das auch noch. Du mach mal Hast an. Du heil mal.
Das war Nummer 1. Vor dir kann ich mich ein bisschen schützen. Indem ich einfach weggehe. Und ein bisschen raste. Hast ist abgeklungen, ist okay. Oh, puh, ich hoffe mal, die können nicht durch den Teleporter irgendwie nach oben. Dann sind sie mir nämlich da nachher im Weg. Aber so leer, wie sich's da drin gerade anhört. Der hat gerade keinen Bock gehabt. Kann ich dich einfrieren? Ja, kann ich. Die Ogre sind zum Glück nur halb so böse wie die. Golems. So, jetzt hat nur noch er hier was zu melden. Ich bin echt froh, dass außer den Mönchen aus dem Hauptspiel keiner Türen öffnen kann. Sonst hätte ich echt ein Problem. Beastbone. Ach, da hinten ist noch einer. Den Jungs. Au, da bin ich nicht schnell genug weggegangen. So. Hi. So, noch ein Feuerball. Da war es das hoffentlich bald. Zombie spawn. So. Avindas Crypt. Okay. Eine Krypta, die ich mir gerne ansehen würde. Weil wir waren noch nie in solchen Krypten. Da konnten immer nur die Fallen rein. Wäre wirklich mal schick zu sehen, was in so einer Krypta versteckt ist.
Das ist so ein Giftding. Ja. Okay. Oh. Ich würde eigentlich gerne mal wissen, ob ich eigentlich alles öffne. Wenn ich auf eine von den Druckplatten trete. So, geht's jetzt wieder auf? Ja. Das heißt, immer wenn ich auf die Druckplatte trete, gehe ich die Sachen auf oder zu. Das heißt, da geht was auf und... Okay. Ich gehe mal wieder aus dieser Gruft raus. Jetzt, wo wir den Teil hier erkundet haben. Noch einmal kurz eine Rast einlegen, dann ein Auto in Quicksave machen, sicher ist sicher, und dann nochmal versuchen, offscreen richtig zu speichern. Und dann wird es erstmal wieder einen Cut geben. Aber ich bin echt froh, dass wir langsam wieder richtigen Fortschritt machen. Wenn ich mir überlege, vor ein paar Aufnahmesessions sind wir in diesem Pitmaze rumgedümpelt und haben nie gewusst, wo wir hin müssen. Also ich hab's nie gewusst. Aber ja, gut. So, das reicht jetzt mal. F5. Gut, dann mache ich jetzt einen Cut und wir sehen uns gleich wieder.